Schallhum in der Region Lettje, wie es entstanden ist. Das ist eigentlich blödsinnig. Es sollte sich jeder seinen Traum erfüllen, ob das nun ein Friesenhaus ist, ein, ja, es gibt ja ganz, ganz viele Haustypen. Es hätte jetzt hier auch ein Holzhaus stehen können. Also es ist eigentlich, jeder sollte sich das bauen, was ihm gefällt. Also man baut ja nicht für sich alleine. Also andere Leute gucken ja auch auf das Haus, was da irgendwo steht. Und jemand, der sensibel genug ist, läuft oft mit zwei beleidigten Augen durch die Gegend. Es hat ja Wirkung nach außen. Wenn man diese Verbreitungsräume, diese Architekturlandschaften von der Insel in Elemente innehält, dann ist das in Ordnung. Wenn man die aber sprengt und irgendwo so ein Element baut, wo der Nibbithus ist, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, nur in Syltgiebel oder noch wieder im Süden, dann ist das also deplatziert. Architektur ist kein Dortmunder Aktienbier, was man in Botteln und in Dosen füllt und rund um die Welt exportiert. Das schon mal mit Architektur nehmen. Also extrem. Der Gedanke ist auch gut, aber das Ergebnis ist eine Katastrophe. Wenn Sie sich die Nibu-Gebiete ankicken, die haben meistens in der ganzen Festlegung so gemacht, dass die Leute irgendwie einen bestimmten Stil buhen können bloß. Nur sie haben keine Utbildung, sie haben, wissen nicht genau, wie ein Friesenhut aussieht und kicken sich einen Fertighuskatalog an und dann hält er einen Spitzgiebel und zwei Fenster rechts und links in symmetrisch und Plastik. Und wenn man sich das Endergebnis anzieht, dann ist das unmindestens eine Katastrophe. Man kann nur in die Feld steuern. Man soll lieber die Leute abklären, man soll lieber mit denen was machen und die über Proportionen was verteilen und einen guten Geschmack vermitteln. Das ist das Problem, was wir haben in den Nibu-Gebieten. Das Baurecht nützt überhaupt nichts. Das Baurecht hat natürlich auch immer etwas mit Richtern und Richterinnen zu tun. Es hat gestalterisch überhaupt keinen Einfluss. Es gibt Gestaltungssatzungen, die das Gröbste verhindern. Aber ein Richter entscheidet nach DIN. Und DIN ist eigentlich nur eine Empfehlung. Es fehlt an dem ästhetischen Konsens. Das können Sie nicht per Gesetz fassen. Also ein Richter entscheidet, es gibt einen Gummiparagraphen im Baurecht, man muss so schlimm bauen, dass ein Pferd kotzt und ein Pferd kotzt nicht. Und dann entscheidet der Richter, das darfst du nicht.